Zum Schluss des Themas Ebenengleichungen aufstellen, zeige ich Ihnen noch, wie man eine Koordinatenform sozusagen zurück umwandelt in eine Parameterform. Das kommt vielleicht nicht allzu häufig dran, aber es ist schon vorgekommen und von daher will ich Ihnen das eben auch nochmal ins Gedächtnis rufen. Vorgegeben sei irgendeine Ebene in Koordinatenform, eben der Form ax1 plus bx2 plus cx3 gleich irgendein d, und gesucht ist dann eben die Parameterform dieser Ebene. Wie gehen wir dabei vor? Wir brauchen drei Punkte in der Ebene und vorzugsweise solche, die nicht auf einer Geraden liegen. Und hierfür können wir beispielsweise die Spurpunkte der Ebene verwenden. Zur Erinnerung, die Spurpunkte bekommt man dadurch, dass man in der Koordinatenform immer zwei Koordinaten gleich 0 setzt und nach der dritten Koordinate auflöst. Das geht vielleicht nicht immer, weil es auch Ebenengleichungen gibt, bei denen eine oder sogar zwei Koordinaten wegfallen. Aber jedenfalls müssen Sie drei Punkte in der Ebene finden, und zwar solche drei Punkte, die nicht auf einer Geraden liegen. Wenn wir das geschafft haben, wenn wir solche drei Punkte A, B und C bekommen haben, dann können wir ja die entsprechenden Richtungsvektoren bilden von A nach B und von A nach C. Dann hätten wir in der Parameterform hier schon mal die Richtungsvektoren U und V ausgerechnet und einen dieser Punkte, vorzugsweise den Punkt A, können wir dann als Stützvektor verwenden. Und das ist letztendlich die Vorgehensweise, wie Sie sozusagen zurückrechnen in eine Parameterform. Das Ganze nochmal an einem Rechenbeispiel. Hier habe ich diese Ebene vorgegeben, 2x1 plus 8x2 plus 4x3 gleich 16. Und das sollen wir eben in Parameterform umrechnen. Dazu muss ich also drei Punkte finden in der Ebene, die nicht auf einer Geraden liegen. Und das sind in dem Fall die Spurpunkte. Ja, bekanntlich sind die Spurpunkte nichts anderes als die Schnittpunkte mit den Achsen. Und die liegen mal mit Sicherheit nicht auf einer Geraden, ja, wenn wir tatsächlich drei Achsenschnittpunkte haben. In dem Fall setze ich also zunächst mal die x2 und x3 Koordinate 0. Das ist das, was ich hier hingeschrieben habe, beim Punkt A. Diese beiden hier sind 0. Und löse dann nach der verbleibenden x1-Koordinate auf. Und es bleibt ja dann stehen 2x1 gleich 16, also letztendlich x1 gleich 8. Das steht hier. Damit habe ich den ersten Spurpunkt. Den zweiten bekomme ich dadurch, dass ich x1 und x3 0 setze. Damit habe ich 8x2 gleich 16, also x2 gleich 2. Und dann habe ich eben 0, 2, 0 als zweiten Spurpunkt. Und genauso mache ich das mit dem dritten Spurpunkt. Dann habe ich C mit den Koordinaten 0, 0, 4. Daraus bekommen wir jetzt zwei Richtungsvektoren. A nach B, hinterer minus vorderer. 0 minus 8 ist minus 8. 2 minus 0 ist 2. 0 minus 0 ist 0. Und genauso A nach C. 0 minus 8 ist minus 8, 0 minus 0 ist 0 und 4 minus 0 ist 4. Das sind also die beiden Richtungsvektoren für meine Parameterform und hier den Ortsvektor, der zu diesem Punkt A hinführt, also den Vektor 8, 0, 0, den würde ich dann als Stützvektor verwenden. Ich könnte natürlich auch jeden anderen hier als Stützvektor verwenden. Somit habe ich letztendlich die Parameterform gegeben mit Stützvektor 8, 0, 0 plus Vielfache des Richtungsvektors minus 8, 2, 0 plus Vielfache des Richtungsvektors minus 8, 0, 4.